Hallo AFOPS, willkommen im Doppenstein-Studio. Ich bin der Marco und heute habe ich ein militärisches Set für euch. Ich würde sagen, es ist ein Schiffsmodell und es ist ein Diorama, denn wir haben nicht nur ein deutsches U-Boot des Typs 7C, sondern auch gleich einen Teil eines U-Boot-Bunkers dazu. Also hier haben wir das U-Boot, das hole ich auch gleich dann nochmal raus. Und wir haben hier einen Bunker, schön mit Tür. Und diese Tür hat ein Feature. Die kann man nämlich mittels eines Aktuators, der sich hier oben drin versteckt, auch nach oben kurbeln. Das sind also ganz massive Betontüren, um die U-Boote in den Bunkern zu schützen, auch vor Fliegerangriffen mit Torpedos oder so. Diese Decken hier sind auch mehrere Meter dick gewesen. Sieht so aus, als hätte es hier schon jemand versucht, aber war sehr stabil konstruiert an der französischen Atlantikküste. Und von dort aus sind die U-Boote ausgelaufen. Laut unserem Set-Namen stellt dieses Boot hier das Unterseeboot U96 dar, ein U-Boot des Typs 7C. Was war das für ein U-Boot? U-Boot Typ 7, von denen wurden insgesamt, ich glaube, 705 Fahrzeuge gebaut und 577 Stück vom Typ 7C. Dieser U-Boot Typ ist der weltweit für alle Zeiten am häufigsten gebaute U-Boot Typ. Das war eine echte Massenfertigung damals. Von modernen U-Booten gibt es immer nur ein paar wenige. Dieses U-Boot wurde sehr oft gebaut. Und das U-Boot U96 war in gewisser Weise ein ganz besonderes, denn auf der siebten von insgesamt 11 Feindfahrten dieses U-Bootes war ein Kriegsberichterstatter dabei, ein gewisser Lothar Günther Buchheim. Und der hat hinterher ein Buch geschrieben. Ihr werdet es wahrscheinlich wissen, das Buch heißt Das Boot. Und dieses Buch wurde verfilmt in den 80ern. Wolfgang Petersen als Regisseur, hochkarätig besetzt, Jürgen Prochnow als Kapitän, als Kaloi und so weiter. Diesen Film habe ich als Kind gesehen im Fernsehen, als auch die Serie damals, also als Kind, als Jugendlicher. Und sehr hochkarätig besetzt, sehr hochkarätig gefilmt, zeigt die Schrecken des Krieges und die beengte Situation an Bord eines solchen U-Bootes. Das hat mich abgeschreckt, aber auch interessiert, fasziniert. Da kommt ein Stück weit mein Interesse für solche Schiffe, für Kriegsschiffe, für Schifffahrt allgemein her. Auch von meinem Vater, er und ich, wir haben beide einen Sportbootführerschein. Aber zurück zu dem Modell. Also wir haben hier zum einen mal den Bunker. Man hat ja so schön die Wasserlinie, ne, die natürlich hier unterbrochen ist. Ist halt so ein Aufriss. Ne? Eigentlich ist das, müsst ihr euch diesen Bunker, müsst ihr euch ganz viele von denen nebeneinander vorstellen. Oben vorne sind die Eingänge, nach hinten geht es in Richtung Land. Das war ein so großer Komplex mit mehreren Garagen im Endeffekt. Garagen für die U-Boote, wo sie bestückt wurden, wo mittels Kränen, wir haben hier oben einen Kran und der kann auch schön hin und her fahren, die U-Boote mit so etwas wie Torpedos bestückt wurden. In diesen U-Booten wurden insgesamt 14 Torpedos gelagert. 14 klingt jetzt nicht nach allzu viel. Ich glaube, vorne hatten sie 4 oder sogar 6 Röhren, hinten hatten sie eine. Und wenn die losgefahren sind und die noch keine Torpedos verschossen hatten, lagerten diese Torpedos halt vorne in so einem Mannschaftsraum. Und erst wenn die weg waren, gab es dann ein bisschen mehr Platz an Bord. Hat man auch in der Verfilmung schön gesehen. Diese U-Boote waren also, lagen hier drin, wurden bestückt und fuhren dann von dort aus los auf Feindfahrt in den Atlantik. Das ist also wie gesagt ein Diorama, ein Aufriss. Ne? Das ist hier nicht offen. Ihr müsst euch vorstellen, hier kommt das nächste. Und von der Seite sieht man schön, dass hier zwischen den, das ist ein großer Komplex, zwischen den einzelnen Buchten hat man halt so Säulen. Das Ganze musste auch irgendwie tragen und konnte dann halt aber durchgehen von U-Boot zu U-Boot. Auch wie diese Bunkeranlagen aussahen, wie es da drin aussieht, wie es da drin zuging, konnte man in dieser Verfilmung sehr schön sehen.
Es verbirgt sich etwas Technik hier drin. Ich habe ja gesagt, da ist ein Aktuator drin. An den komme ich jetzt, glaube ich, nicht so gut dran, aber ich kann hier vorne mal eins von den Elementen hier abnehmen. So. Und kann euch mal zeigen, dass wir hier so zweier Liftarme aus Technik haben. Und dieser lange Liftarm, der bewegt sich durch den Aktuator vor und zurück. Und hier vorne diese Zweier, die können dann, ja, wie so Kettenglieder, wie bei einer Fahrradkette, hier so um die Ecke gehen und können das Tor heben und senken. Ich habe es jetzt ganz nach oben gekurbelt. Es kann sein, dass es erstmal nicht so, dass es hier ein bisschen hakt, ja. Ihr seht jetzt aber hier sehr schön, dass sich das jetzt hier nach vorne schiebt und damit das Tor sich nach unten bewegt. Es hakt ein kleines bisschen, so. Und das ist jetzt hier die maximal nach vorne, so. Und jetzt ist es hier auch geschlossen. Ich kurbel es nochmal hoch, um das zu zeigen. Sieht schön, wie sich das hier bewegt. Diese Kettenglieder gehen so langsam ums Eck. Und jetzt ist es in der maximalen Position und jetzt kann das U-Boot nach vorne ausfahren. Das U-Boot an sich hat hier diese Ballasttanks, ne? Und das sieht hier ziemlich klein aus, aber es ist klein, weil es im Maßstab 1 zu 300 ist. Das U-Boot war im Original nämlich 67 Meter lang und 6,2 Meter breit. Und der Druckkörper, also der Körper, in dem die Besatzung dann sich aufhalten konnte, war nur ganze 50 Meter lang und 4,7 Meter breit. Also von Backbord nach Steuerbord waren es nur 4,7 Meter, war alles sehr beengt. Und auf diesen U-Booten sind so 44 bis 52 Mann gefahren. Es war da drin verdammt eng. Zeigt natürlich die Verfilmung auch sehr schön. Es gibt da wohl auch eine Neuverfilmung irgendwie bei Netflix oder bei Amazon Video oder so, da habe ich noch nicht reingeschaut. Typ 7C konnte irgendwie 17 Knoten schnell über Wasser fahren, unter Wasser waren es noch 7 Knoten, hatte einen Dieselantrieb für unter Wasser, auch Batterien. Und 100 Meter tief war so die Solltiefe, die das fahren konnte, aber 105 bis 165 Meter Tiefe war es geprüft. Und die Zerstörungstiefe soll aber bei eher 250, 280 gelegen haben. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, aber vielleicht sieht man das auch das mal, wie tief so ein U-Boot tauchen kann in der Verfilmung. Ich habe hier nochmal die Tirpitz. Ich weiß, uralt Modell, noch voller Sticker. Ist eines meiner ersten Videos hier gewesen, habe ich Ende 2018 mal aufgebaut. Hier vor der Kamera ein richtig langes Bauen mit Bluebricks Video war das letztendlich. Und ich möchte euch mal die Größenverhältnisse zeigen. Beide Schiffe sind im Maßstab 1 zu 300. Das kleine U-Boot, das große Schlachtschiff. So waren damals halt die Größenverhältnisse. Ja, und unser Modell inklusive Bunker natürlich ist die Setnummer 102624. 827 Teile hat das Set. Es kostet 39,95 und ist 39,5 cm lang, 10,5 cm breit und 12 cm hoch. Und falls euch interessiert, wie lang das Modell selbst ist, da haben wir 22,5 cm. Nehmt das mal 3, dann sind wir ungefähr bei 67 cm. Packt noch 2 Nullen dran und wir sind bei 67 Metern. Und das ist exakt die Länge, die das U-Boot im Original hatte. Ja, für heute war es das damit auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Ich setze jetzt mal das U-Boot hier wieder rein. Das steht hier auf einem durchsichtigen Zweier-Brick, sodass man schön darstellen kann, dass es hier drin quasi schwimmt. So. Das ist ein schönes Diorama, wie ich finde. Passt von der Tiefe
von der Länge her gut ins Regal oder in die Vitrine. Und falls ihr das lieber halt quasi einzeln, so neben eure Kobi-Modelle oder neben unsere Prinz Eugen oder das Panzerschiff Admiral Graf Spee stellen wollt, könnt ihr euch aus 4-5 Teilen auch einen schönen kleinen schwarzen Ständer dazu konstruieren. Das ist ja kein großes Problem. Ja, für heute war es das aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, man kann nie genug Noppensteine haben. Demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Das sind wahrscheinlich irgendwie Tanks hier und Kisten.